Hallo Leute, ja, wir sind hier wieder in Melrichstadt Ost bzw. in Vauxhall Tycoon und hatten letztes Mal die ganzen Fahrzeuge, also nicht die ganzen Fahrzeuge, sondern die Straßenfahrzeuge durchgeguckt und sind dazu der Erkenntnis gekommen, dass das erstmal so weit gut ist. Jetzt ist der nächste Schritt, dass wir uns um die Bahnzüge kümmern und schauen, was da geht oder nicht geht, ne? Wer da nicht mehr rentabel ist zum Beispiel oder wer vielleicht bei seinem Lokschuppen bleibt. Gut, ich werde sagen, er guckt das Link-Logo und dann gehen wir auf den Großbildschirm. So, da haben wir den ersten Zug. Da gehen wir mal in die Details. Der fährt hier angeblich Barren. Fahrzeug unrentabel. Fahrplan. Melrichstadt 4. Der holt da die weg und fährt die wohin? Fährt die hierhin? Aber da werden auch Barren gebraucht, so wie wir sehen. Wenn er die da kriegt, das ist denn die Frage, ne? Ja, hier werden ja auch welche produziert. Die gehen ja auch ins Häuschen und da sind auch voll. Okay, das passt. Und hier ist das voll oder ist es nicht voll? Das ist die Frage. Nö, da fehlen sogar welche. Da hat keiner welche hingebracht bis jetzt. Gut, das heißt, wo ist der Zug? Fahrzeug folgen wollte ich nicht, mitfahren will ich auch nicht, ich will zentrieren einfach. Wie geht das? Da muss ich wohl hier einmal hinklicken, ne? Und da steht irgendwo im Stau. Super. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich nur hier so hin. Warte mal, das machen wir mal nach da unten, damit wir was sehen. Und der Zug ist welcher jetzt? Ist der da wohl? Und der steht da im Weg. Weil was? Wo will der hin? Aber warte mal, das ist ja hier wieder weiter, 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 weiter. Und hier haben wir wieder das alte Spiel, ne? Das ist bestimmt wieder hier. Wenn der jetzt weg ist, dann funktioniert das wieder. Pass mal auf. Das ist hier bestimmt wegen den Signalen, ne? Irgendwas passt mit den Signalen nicht. Und wir haben jetzt ganz wenig Geld nur gerade und hoffen, dass wir das jetzt hier irgendwie hinkriegen. Warte mal, wenn ich jetzt das. Ach so, ich muss den Bagger auswählen, dann kann ich das entfernen, ne? Ich glaube, dann kriege ich es auch hin. Dass der da reinfährt. Und ich hoffe, dass jetzt dadurch, dass das Seglar ein bisschen weiter nach da hinten ist, dass das jetzt funktioniert. Weil ich sehe schon, dass es hier kompliziert wird, ne? So, fährt der weiter, der fährt weiter, der fährt auch hier rein, das ist schon mal gut. Das heißt, kriegen wir das mit dem zweiten Signal auch noch hin? Wir haben kein Geld mehr, super. Das wäre diese beiden abreißen und schauen, dass wir da eins hinbauen. Nicht genug Geld. Schade. So, das heißt, wir müssen in das Fahrzeugdepot gerade rein und Fahrzeuge verkaufen, die hier drinne stehen. Alle verkaufen, zack, egal. So, jetzt haben wir ein bisschen Geld und jetzt müssen wir schnell handeln, dass wir hier diese Signale mal hinkriegen, ne? So rein ist das Einfache. Ja, rein ist das Einfache und raus muss Vorsignal sein. So, und dann können wir die beiden dann noch wegschmeißen und sind jetzt guter Hoffnung, dass die da auch reinfahren. Das war jetzt nur so ein ganz kleines Stück, was wir mehr gemacht haben, aber ich hoffe, dass das passt. Fährt er jetzt auch hier rein? Ne, er fährt schon mal geradeaus, aber das bedeutet ja, dass hier schon mal was passiert. Da kommt der nächste Zug. Jetzt fährt er aber erstmal raus. Das sieht aber gut aus. Der ist schon mal weg. Jetzt kommt der da rein, hoffentlich.
Dem ist wohl so. Und der entlädt hier schon gar nicht, ne? Die Kohle wird ja gar nicht weniger. Das heißt, der ist doch hier auch schon wieder über, ne? Kommt hier überhaupt ein Kohle-LKW hin? Hier ist Kohle voll, ne? Wahrscheinlich braucht niemand die Kohle von hier. Da kommt der nächste Kohlezug, das heißt, das ist auch schlecht. Aber der mittlere fährt jetzt raus, ja. Der hat entladen. Ich sehe hier keinen einzigen. Doch, warte mal, die fahren ja hier auch lang, oder? Schwierig, ne? Und der entlädt auch nicht, oder was? Nö. Aber hier kommen jetzt welche rein. Vielleicht, er fährt weg. Aber da sind Bretter runter, ne? Weiß jetzt auch nicht, warum, wieso und weshalb. Also diesen Zug können wir ja mal ändern, ne, oder? So, und dann fährt er auch, glaube ich, wieder. Steht jetzt hier einer? Nein, da steht keiner da. Hier steht jetzt auch keiner. Der steht da, weil der aber keine freie Fahrt hatte, weil der noch da ist, glaube ich. Das sieht erstmal so aus, dass der Stau jetzt weg ist. Also das mit den Signalen hat es wohl gebracht. So, und jetzt haben wir den hier noch stehen, ne? Zum Depot schicken. Den brauchen wir da nicht mehr. Jetzt wartet der, weil der durchfährt, oder? Sand ist entladen, das passt. Hier wird entladen, das passt. Logistik. Hier ist es. Aber der Gefräßhalt hängt da ja auch mit dran, ne? Kann das sein, dass da jetzt unsere Dingens entladen werden hier? Unsere. Na, der fährt weiter, der kriegt hier gar nichts. Und er hat hier sogar voll da drauf. Aber wer holt denn jetzt hier die Dingens ab? Die Barren. Holt die überhaupt einer ab? Sieht gerade nicht so aus. Wahrscheinlich ist jetzt gleich auch das mit dem Barren erledigt. Wo werden denn Barren gebraucht? Hier unten. Ist aber voll. Ja, da sind auch zwei LKWs, die da hin und her fahren. Aber wahrscheinlich nichts loswerden. Ja, hier geht auch gerade wieder nichts. Das heißt, diese ganze Transportiererei mit den Zügen bringt gar nicht so viel, weil ja alles immer verstopft, also verstopft voll ist. Aber was hier? Jetzt geht's wieder hier nicht, oder was? Was passiert hier gerade? Ach so, er muss warten, bis der weg ist wahrscheinlich. Jetzt fährt er dann auch gleich, oder? Ja. Also dieses Signal wäre sowieso verkehrt. Das können wir mal gerade wegreißen. Und da muss ein ganz stinknormales Signal hin. Ja, das sind alles normale Signale. Das passt erstmal, ne? Hier macht es Sinn, mit Vorsignal zu arbeiten, damit die nicht in die Kreuzung reinfahren. Hier ist das so ähnlich, da soll er auch nicht reinfahren, ne? Ja, unsere Bilanz ist jetzt die Frage, ne? Wie sieht es denn da aus? Kann ich die irgendwo sehen? Fahrzeugbetriebskosten sind das, okay? Vorher im Monat.
Handel, 154.000 haben wir schon nicht reingeholt. Gebäudewartung haben wir auch nicht reingeholt. Passagiere und Post, ja. Definitiv ein zu hohes Minus hier. Das heißt, wir müssen schauen, wie es wird. Hier sind Steine. Das ist voll. Ist die Frage, wo können wir denn was hinliefern noch? Hier die Barren ist voll. Was ist hier am Blinken? Kohle, aber ist auch voll. Hier fehlt Sand. Sand wäre hinzubringen. Könnte man auch von hier aus machen. Kann so ein Zug auch Sand? Nee, Sand kann er nicht. Das wären andere Waggons. Also das Einzige, was hier. Der hier, diese Holzbarren, ne? Obwohl, da unten. Ich glaube, die einzigen, die laufen, sind die Holzbarren, ne? Ja, die passen. Der fährt aber trotzdem mit einem schon wieder zurück, ne? Er hat hier Dingens drin, er sagt schon Erz. Und hier hinten sind wir doch auch noch mit einem hingefahren, ne? Beziehungsweise wir wollten hier schauen, was ist mit diesem Zug? Er fährt mit Barren tatsächlich hier hin und die Barren sind leer. Wo ist denn der Zug, dass das dann nicht klappt? Warum springt er dann da hin, ne? Kriegt er jetzt Barren auch? Wo ist das jetzt? Da. Er wird jetzt beladen. Und mal gerade schneller. Okay, der fährt jetzt da hinten hin. So, kriegen die denn jetzt das Material? Tatsächlich. Aber nur 27. Nachfrage sind 33. Wir hatten einen Zug ins Depot geschickt, ne? Der Zug, den wir jetzt gerade von sprachen, ist der, ne, oder? Ne, der Zug ist es gar nicht. Der ist es. Wir hatten einen ins Depot geschickt, dann würde ich da den zweiten vielleicht draufjagen. Wenn wir wüssten, wo das Depot ist. Hier ist es. Ich weiß aber nicht, ob er da reingefahren ist. Ist er. Das heißt, den werden wir jetzt auf Eisenerz zu Übergau oder so ähnlich. Und lass den mal fahren, ne? So, das ist der, aber den müssen wir gerade hier noch ändern. Das waren Barren, die dahin müssen. So, dann wollen wir mal hoffen. Ah, jetzt habe ich ihn ausgemacht, ne? Lassen wir mal gerade wieder schneller laufen. Jetzt muss der irgendwo drehen. Da macht er, okay. Kriegt er. Der zweite steht schon dahinter. Und der fährt auch hier lang, ne, oder? Ja, passt. So, müssen wir mal gucken, wie viele hier hinten noch gerade sind jetzt. Ist wieder leer.
Jetzt kriegt er wieder was. Nachfrage sind nur 3 von 75. Okay, jetzt wird es aber mehr. Jetzt haben sie auch genug im Lager. Hier ist die Sandmine oder Grube, der holen sie es weg. Also die Schließung ist hier schon mal vorbei. Und wir wollen hoffen, dass wir dadurch jetzt ein bisschen Geld machen und dadurch nicht bankrott gehen, oder? Hier steht auch ein Zug drin. Super. Was hatte der? Baumstämme. Die brauchten hier oben Bretter, ne? Aber Bretter kommen hier wohl genug hin. Per LKW wahrscheinlich, ne? Ja. Sinn macht das auch nicht mit den LKWs, aber die bringen es erstmal. Aber warte, der Zug mit den Brettern, den ich jetzt hier im Depot habe, der könnte doch dann da auch fahren, oder? Lass mal gerade gucken, wie die Auslastung ist da oben, aber die war grün, ne? Ja, aber wird da trotzdem noch was gehen, oder? Schauen wir mal, ob wir den Zug da nicht hinkriegen. Das würde bedeuten, wir müssen das hier löschen. Irgendwo war doch immer so ein Mülleimer. Ach so, hier bearbeiten. Weg und weg. Wo sind jetzt unsere Holzabbaustätten? Die sind hier. Hier wird auch Bretter gemacht, ja. Das heißt da, nee. Halt hinzufügen ist der. Laden. Und den anderen Halt hinzufügen ist hier hinten halt, ne? Den und da entladen. Da machen wir voll. Holz zu Borgenteich Transfer. Ist das hier der Borgenteich Transfer? Nee. Speichern als. So, das passt dann. Und lass ihn fahren. So, der kam aus welchen Lokschuppen? Aus diesen. Eigentlich. Ist das so? Ich sehe ihn nicht. Da steht angeblich keiner mehr dran, ne? Oder ist er so schnell raus und ich habe sie da nicht gesehen? Hier war noch ein Zug gerade. Aber der müsste ja hier lang kommen, wenn. Ach, hier ist schon wieder ein Stau. Das kann doch jetzt nicht sein, oder? Ah, was hier passiert? Und jetzt kann er nicht weg. Super. Richtig geil, oder? Jo, zwei Züge kaputt. Hat gut geklappt. Fahrzeugunfall eingetreten, ja. Vielleicht wir mal, ja. Entfernen und entfernen. So, jetzt haben wir Ruhe. Wieso konnte das passieren? Das ist die Frage. Er fragt nach da ab. Muss hier auch so ein Teil, das Signal geändert werden? Ich glaube, das Signal muss auch geändert werden. Da muss tatsächlich so eins hin. Glaube ich. Und er müsste jetzt die freie Strecke bis hierhin nachfragen, ne? Ja, weiß ich nicht. Was hat er hier noch für ein Problem? Er hat sich verirrt. Fahrzeug kann keinen zum Depot finden.
Jetzt ist er abgeschleppt. Jetzt können wir wenigstens weiterfahren. Oh, jetzt war da gerade ein Haken dran und der fuhr nicht. War das der Zug, der jetzt hier drin stand? Nein, ne? Ne, da steht keiner dran. Das ist jetzt der Zug, der hier drin steht. Holz zu Burgenteich-Transfer. Der holt es da ab, das passt ja. Und bringt es da hinten hin. Aber der kommt da nicht hin. Warum nicht? Oder aus dem Lokschuppen falsch rum raus noch kann? Nee, kann er doch. Er fährt jetzt da lang. Und was wir machen müssen, wir müssen das hier auf Bretter umstellen, definitiv. Auto geht irgendwie auch wahrscheinlich, ne? Schauen wir mal, wo er hinfährt. Okay, er fährt jetzt nicht weiter. Aber hier ist noch ein Stück eingleisig. Warum der nicht bis dahin vorgerückt ist, das versteht auch wieder keiner, ne? Okay, das heißt, das müssen wir noch umändern. Und der fährt jetzt hier hinten hin. Allerdings leer. Aber ist nicht schlimm. Folgt dem mal gerade. Ich hoffe, jetzt schafft er dann Holz zu holen. Er hat sich verirrt, kommt er gleich wieder. Weil er da nicht drehen kann. Kann das sein? Oh, was ist das für ein doofes Ding, dass wenn man es bewegt, dann sowas passiert. Hier war das jetzt. Wo ist der Zug? Der ist es. Wo fährt er denn jetzt hin? Okay, er kriegt jetzt tatsächlich das Holz. So, er hat jetzt die Bretter und fährt einen unheimlichen Umweg dahin, oder was? Nee, das ist er gar nicht. Oder? Nee, das ist er gar nicht. Was hat denn der da jetzt geladen? Er soll doch das laden. Da hinten brauchen wir nur Bretter und nichts anderes. Also diese Idee mit dem Verfolgen und dann aber dahin springen, wo du das Verfolgen das letzte Mal angemacht hast, ne, das ist aber richtig doof. Und wir haben eine Million plus. Irgendwie fahren die gerade plus ein, kann das sein? Ja, das sehen wir ja hier, ne? Oh ja, wir haben plus letzten vorherigen Monat. Okay, wir können überleben. So, jetzt haben die da noch Bretter hingekriegt, ne? Gucken wir doch mal gerade rein. Da sind aber nur 8 da. Naja, ich würde sagen, wir machen aber erst hier wieder einen Cut. Ist schon lang genug, die Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, wer ist denn da bankrott gegangen? Okay, weiß ich nicht mehr. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.